Die Bullen haben ein neues Narrativ. Das lautet: Seht, die Fed weitet ihre Bilanzsumme wieder auf. Also haben wir einen neuen Bullenmarkt, denn es heißt doch schließlich: Don't fight the Fed, bekämpfe nicht die Fed. Und das war ja richtig. Sowohl in den Rallye-Zeiten, in Zeiten ultralaxer Geldpolitik der Notenbank, Nullzinsen plus Quantitative Easing, Don't fight the Fed, absolut gestimmt. Da habe ich auch zu spät geschaltet, muss ich ganz klar sagen. Dann aber vielleicht ganz richtig geschaltet, als ich relativ früh erkannte, dass die Fed es ernst meint mit den Zinsanhebungen und der Bilanzreduzierung. Jetzt also keine Bilanzreduzierung mehr, sondern im Rahmen der Bankenkrise wieder Ausweitung der Bilanzsumme. Also, don't fight the Fed, Bullenmarkt. Das wollen wir uns mal anschauen und gucken uns zunächst mal eine Parallele zum Jahr 2008 an. Aber zunächst mal hier die Ausweitung der Bilanzsumme. In einer Woche mal eben 300 Milliarden wieder reingepumpt in die zuvor schrumpfende Bilanz der US-Notenbank. Wow, this is bullish. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal im Jahr 2008 an, vergleichen also die Fed-Bilanz und den S&P 500 im Jahr 2008. Und wenn Sie hier ganz links mal gucken, dann sehen Sie, da ist die Bilanzsumme der Fed wieder oder ist gestiegen. Aber der S&P 500, ergo die Aktienmärkte, sind ganz schön weiter gefallen, weil schlichtweg die Panik groß war und da hat zunächst mal auch nicht geholfen, dass die Fed eben Stimulus versuchte zu betreiben oder die Märkte in irgendeiner Form zu unterstützen. Dann, als die Dinge sich beruhigt hatten, die Bilanzsumme der US-Notenbank weiter stieg, stiegen dann auch wieder die Aktienmärkte. Also diese Kongruenz zwischen Fed-Bilanzsumme und der Aktienmärkten war dann wieder intakt. Jetzt gucken wir uns aber mal diese Geschichte an aktuell, nämlich Fed-Bilanz und die sogenannten Credit Spreads, also die Renditedifferenzen, die Differenzen bei Risikoprämien zwischen als sicher geltenden Staatsanleihen und anderen Unternehmensanleihen bis hin zu riskanten Junk-Bonds. Und wir sehen, diese Credit Spreads, die gehen derzeit nach oben, also die Aufschläge, die Risikoaufschläge für andere Anleihen außerhalb von Staatsanleihen, die steigen, gerade auch für Junk-Bonds, für eher schwachbonitäre Anleihen oder von schwachbonitären Unternehmen. Und genau das Gleiche haben wir auch in der Finanzkrise 2008 gesehen. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass wir jetzt die Finanzkrise wie 2008 haben, nur auf anderer Ebene, weil es 2008 eben eine Art Misstrauen war zwischen den Banken, jetzt eine Art Misstrauen zwischen Kunden und Banken, die eben ganz schnell ihr Geld abziehen, weil sie zum Beispiel woanders viel mehr Rendite bekommen, respektive Zinsen bekommen. Aber das ist doch auffällig. Wir haben also zwei Dinge, die jetzt mit der Finanzkrise relativ parallel gehen und das passt nicht so ganz zum Narrativ des Bullenmarktes. Und jetzt schauen wir uns mal an, was jetzt vor allem mit der Pleite der Credit Suisse passiert ist, als, also nicht Pleite, sondern Übernahme, als eben dann nicht nur die Aktionäre weitgehend in die Röhre schauten, sondern vor allem auch die Inhaber, die Investoren in nachrangige Anleihen der Credit Suisse. Denn seitdem die praktisch wertlos wurden, diese nachrangigen Anleihen, da macht es Bums in diesem Markt, die sogenannten Leverage Loans. Hier sehen wir, die Banken ziehen die Deals komplett zurück. Der Junk Debt Markt ist praktisch komplett eingefroren. Wir sehen hier, sagt einer von diesen Bankern, das ist wie viele Zinsanhebungen an einem einzigen Tag. Die Renditen, die Risikoprämien haben sich innerhalb eines Tages verdoppelt auf diese nachrangigen Anleihen von anderen Banken, weil eben die Investoren sich sagen, hups, was bei der Credit Suisse passiert ist, das kann überall passieren, auch wenn gestern ja Aussagen kamen, nein, nein, Credit Suisse war eine Ausnahme, das machen wir nie wieder. Naja, nie wieder ist doch ein relativ dehnbarer Begriff, aber wir sehen, wie da die Dinge derzeit laufen und wir sehen vor allem auch, wie die Dinge im sogenannten Commercial Real Estate Bereich laufen, also im Gewerbeimmobilienbereich. Hier sehen wir mal BBB-Anleihen, also die eher schlechter bonitären Anleihen. Da gibt es ja immer verschiedene Tranchen, bessere, mittlere, also die praktisch sicherer sind, weniger sicher und dann riskant. Solche BBB-Anleihen sind durchaus riskant und das stürzt weiter ab. Ist das der Big Short 3.0? der heutigen Zeit? Das ist die Frage. Jedenfalls sind ja die regionalen Banken in den USA scharf und intensiv in diesen
Commercial Real Estate Anleihen investiert. Sie sind der Hauptkreditgeber in diesem ganzen Sektor und jetzt ist es eben so, dass die Preise für solche Gewerbeimmobilien gefallen sind und 1,5 Billionen Dollar in den nächsten 3 Jahren refinanziert werden müssen zu einem wahrscheinlich deutlich höheren Zins bei gleichzeitig eben dem höheren Risiko, weil der Wert der Immobilie inzwischen gesunken ist dadurch, dass wir eben einen Gamechanger durch Corona hatten, Homeoffice viel stärker jetzt ist als eben vor 2020. Jeder dritte Amerikaner macht zumindest teilweise Homeoffice. Dadurch kann man Platz einsparen als Firma. Kann sagen, okay, also so viel Raum brauchen wir nicht. Jetzt gucken wir uns mal die Kreditvergabe an. Und normalerweise ist ja, wenn viel Liquidität im Markt ist, wenn wir einen Bullenmarkt haben, dann sagen sich alle, ja, kein Risiko, wir vergeben Kredite, alles gut. Aber wir sehen auf allen Fronten, sowohl Kreditkarten als auch Autoloans, als auch andere Kredite, dass die Vergabekriterien deutlich strenger werden. Und das dürfte sich noch fortsetzen, vor allem bei diesen mittelgroßen Banken, die ja jetzt so im Fokus sind, weil die eben Mittelabflüsse hatten und nach wie vor haben und dementsprechend jetzt gucken müssen, dass sie ihre Liquidität zusammenhalten. Hier sehen wir mal die Frage an Banken. Ja, wie schaut es denn aus? Habt ihr Lust, eure Kreditvergabe an Konsumenten oder Firmen auszuweiten? Dieser Wert ist negativ, nicht ganz so negativ wie in der Finanzkrise, auch nicht wie im Corona-Crash, aber vielleicht auf dem Weg dahin, jedenfalls klar Richtung Süden tendierend. Und wenn wir uns jetzt mal den sogenannten True Financial Conditions Index anschauen, also ein Index, der eben solche Credit Spreads mit beinhaltet, der zum Beispiel Housing Affordability beinhaltet, also wie können sich Menschen zum Beispiel eine Immobilie leisten? Das ist ja derzeit fast unleistbar für die allermeisten in den USA. Dann Yield Curve, also Zinskurve, die ja nach wie vor invertiert ist. Money Growth, also Geldmengenwachstum, derzeit negativ. Und Loan Standards, also praktisch Kreditvergabekriterien. Und wir sehen, das ist im freien Fall, das ist so krass wie eigentlich zuletzt seit den 1980er Jahren nicht mehr. Also es zeigt, da tut sich was und all das deutet darauf hin, dass wir praktisch einen Rückgang von Liquidität und dadurch einen Rückgang auch der Wirtschaftstätigkeit sehen werden, also eine Rezession sehen werden. Und deswegen sagt JP Morgan also, angesichts dieser Bankenkrise und diesen Unsicherheiten, aber vor allem der Vergabe von Krediten, die jetzt deutlich rigider passiert, fühlt sich das eher an wie eine erneute Bärenmarkt-Rallye, nicht wie ein neuer Bullenmarkt, das sagt zumindest JP Morgan, aber denen ist ja gar nicht mehr zu helfen, meine Damen und Herren. Und in Sachen Rezession vielleicht nochmal ganz was anderes, nämlich Südkorea. Das ist ja einer der Frühindikatoren für die Weltwirtschaft, kann man sagen, weil man A, im Chip-Bereich sehr aktiv ist, Mobile Phones und so weiter. Da ist man sehr stark in Sachen Technik ganz vorne, gerade auch was die Exporte betrifft. Hier sehen wir, das geht deutlich weiter nach unten. Das heißt, wir sehen ja schon diesen konjunkturellen Gegenwind ganz klar. Gegenwind gab es auch für Hedgefondsmanager. Gerade jetzt im Umfeld dieser Bankenpleiten, Silicon Valley Bank und Signature, aber vor allem auch dann den Turbulenzen an den Anleihemärkten. Die Pleiten der Silicon Valley und der Signature hatten ja dann dazu geführt, dass die Zinserwartungen einbrachen. Dadurch fielen die Renditen massiv und das hat viele auf den falschen Fuß erwischt. Hier zum Beispiel ein Hedgefonds, der jetzt in einem Monat 32% verloren hat, der kann das verschmerzen, weil er im letzten Jahr der beste Hedgefonds war überhaupt mit 193% Performance. Aber andere Hedgefonds sind bereits geschlossen worden aufgrund dieser Tumulte. Und jetzt geht es aktuell natürlich um die Frage, naja, wie geht es denn weiter jetzt in der Bankenkrise? Derzeit im Fokus ja jetzt die First Republic Bank und da wollen sich die Dickfische der großen US-Banken heute beraten, was man da tun kann. Und die Wirtschaftswoche schreibt, wie ich finde, äußerst naiv, ja, also man kann sich da nur bei Jamie Dimon bedanken oder die First Republic Bank, denn das wäre nicht das erste Mal, dass der JP Morgan-Chef seinen Einfluss nutzt, um das Bankensystem zu schützen. Naja, ich glaube, er nutzt vor allem seinen Einfluss, um sich selber zu schützen. Das hat er schon in der Epstein-Geschichte gemacht. Und JP Morgan ist ja der ganz, ganz große Profiteur dieser ganzen Geschichte. Die zum Beispiel geben ja auch kaum Zinsen an ihre Kunden, können aber Geld bei der Fed parken für 4,65%. Jetzt schlägt Zero Hedge vor, Mensch, mach's doch so wie bei der Silicon Valley Bank, deren Einlagen ja unbegrenzt garantiert wurden, jetzt durch eine
Aktion von FDIC, Finanzministerium und Fed. Da könnt ihr doch schön das Geld anlegen, liebe Amerikaner und Firmen überhaupt, und kassiert dann saftige Zinsen. Aber das ist nur ein Scherz. Nein, Jamie Dimon hat vor allem sich selbst und die Interessen der JP Morgan im Blick, und die wird immer größer, immer mächtiger. Die ist einer der Profiteure dieser ganzen Aktion. Aber nochmal zurück zur First Republic Bank, die heute eben aufgrund dieser Gespräche jetzt zwischen den CEOs, den Rettungsversuchen, hier eine Rallye von 32% zeigt. Gestern, wer war es? Kein anderer als der unfehlbare Kontraindikator Jim Cramer, der gestern gesagt hatte, noch nach Börsenschluss, also morgen um 9.30 Uhr New York Time, da wird die Qual für First Republic wieder weitergehen, also Subtext, die wird fallen, die Aktie verkauft besser noch jetzt, wenn ihr sie habt. Und der Mann ist wirklich großartig. Aber nochmal zurück kurz zu JP Morgan, die hat es heute erwischt. Das ist nämlich, wie das Wall Street Journal schreibt, herausgekommen, dass ein von der London Metal Exchange angemietetes Warenhaus, in dem eigentlich die Metal Exchange, also die Metallbörse, wenn man so will, Nickel lagern wollte, dass sich da Steine nur gefunden haben. Da war also kein Nickel, sondern nur Steine. Das ist jetzt JP Morgan passiert. Mein Mitleid ist geradezu unbegrenzt. Das ist aber auch Trafigura passiert, diesem Rohstoffhandelsgiganten. Also das nur mal am Rande, eine witzige Geschichte. Heute Morgen schon Janet Yellen, die Finanzministerin, die gesagt hat, also bitte, bei Bedarf werden wir intervenieren, um kleinere Banken zu schützen. Jetzt schauen wir uns diese gute Yellen mal an. Die hat ja 2017 legendär gesagt, wir werden wahrscheinlich in unseren Lebzeiten keine Finanzkrise mehr erleben. Okay. Und jetzt schauen wir uns mal die Vergütung an von der guten Janet Yellen. Die bekommt im Jahr $219.000, aber sie hat allein zwischen 2018 und 2021 durch Reden vor Wall Street Banken mal eben $7 Millionen kassiert. Das ist, finde ich, in einem sehr unguten Verhältnis. Wem gehört hier ihre Solidarität? Wem fühlt sie sich verpflichtet? Eher der Öffentlichkeit, also dem Finanzministerium oder doch den Wall Street Banken, die ihr so schöne Gagen zahlen. Zumindest ein Geschmäckle, wie ich finde. Und wenn wir mal uns anschauen, wie schnell es gehen kann oder gegangen ist bei diesem Bankrun, dann schauen wir uns mal die Signature Bank an. Da ein Artikel heute im Wall Street Journal. Und zwar war es so, dass am 10. März 2 Milliarden abgezogen wurden. Dann hat sich eben die Bank an die FHLB, so muss es heißen, also praktisch die vorletzte Station vor dem Fed Discount Window, wo man sich nochmal, wenn man echt in Trouble ist, als Bank Dollars leihen kann, hat man sich $2 Milliarden geliehen. Dann um 1.30 Uhr, also praktisch 3,5 Stunden später, wurden wieder 2,5 Milliarden abgezogen, also kam die Bank wieder und bat um $2,5 Milliarden. Dann, wenig später, da waren die Märkte schon geschlossen, nämlich 18 Uhr amerikanischer Zeit, Ostküste, waren dann weitere $18 Milliarden abgezogen worden, also innerhalb von weniger Stunden, das entsprach etwa 20% der gesamten Einlagen der Bank. Und dann hat die Bank nochmal versucht, hier eben frische Liquidität zu bekommen, aber bekam sie nicht mehr, weil die gesagt haben, hey, wir sind schon zu. Und am Sonntag dann, das war der Freitag, und am Sonntag dann wurde die Bank abgewickelt, weil sie eben keine frische Liquidität mehr bekommen konnte. Also man sieht, wie rasend schnell das geht. In Zeiten der Digitalität gibt es eben kaum mehr diese herkömmlichen Bankruns, dass die Leute wirklich Schlange stehen vor der Bank und vor einer Bank und Geld wollen. Nein, das geht alles elektronisch. So oder so, dieses Kreditevent hat dazu geführt, dass jetzt die Inflation so ein bisschen aus dem Fokus gerückt ist und hier praktisch vor allem jetzt die Rezession wieder nach oben dreht oder die Erwartung einer Rezession bei der von der Bank of America befragten Großinvestoren. Gleichzeitig erwartet man fallende Zinsen perspektivisch. Die Erwartung einer Stagflation geht gleichzeitig wieder nach oben. Und hier unten sehen Sie den angeblichen Pessimismus. Ja, es gibt da eine gewisse Zurückhaltung bei diesen Großinvestoren. Vielleicht nochmal ein kleiner Schwenk. Heute kamen die Hausverkäufe, nämlich die bestehenden, also Verkäufe bestehender Häuser. Und die sind 14,5% angestiegen im Februar.
Weil eben die Hypothekenzinsen wieder etwas gefallen sind auf jetzt 6,5% von über 7,5%. Aber interessant auch, dass das erste Mal jetzt seit Juli 2020 die Preise zum Vorjahresmonat gefallen sind. Interessanter Einschub, aber insgesamt jetzt eben die Frage für die Fed morgen, was tun? Sollen wir nicht die Zinsen anheben oder 25 Basispunkte anheben? Ausgeschlossen ist ja fast schon ein 50 Basispunkte Schritt. Wir sehen jedenfalls, dass die Renditen wieder nach oben gehen heute. 8 Basispunkte auf 3,57% etwa die 10-Jährige, die 2-Jährige noch stärker heute, über 20 Basispunkte zwischenzeitlich. Und jetzt schauen wir uns mal die Erwartungen der Fed Fund Futures an. Dann sieht man, dass jetzt, das hatte ich vorhin hier gezeigt oder wollte ich zeigen, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 25 Basispunkte angehoben werden, bei 82,7%, also sehr, sehr wahrscheinlich. Und man geht jetzt sogar mit einer 60% Chance davon aus, dass dann nochmal ein Viertel Basis, 25 Basispunkte im Mai dazukommen, also die Fed dann bei der nächsten Sitzung praktisch nochmal eine Zinsanhebung macht. Aber nochmal zurück zur Psychologie der Märkte, so bärisch wie die Bank of America Umfrage zeigt, gucken wir uns mal an. Gestern hatten wir ein Put-Call-Ratio von 0,5. Das ist der niedrigste Stand seit Anfang Februar gewesen. Das heißt, das Bedürfnis nach Absicherung offenkundig nicht so wahnsinnig groß. Wir sehen den Fear and Greed Index mit 37. Nach wie vor weit von Gier entfernt, aber eben jetzt auch keine extreme Furcht mehr. Und wenn wir heute den etwas seltsamen Handelstag, der volatil war, nicht so großes Volumen war, wir sind dann mal im S&P 500 auf die 4000er Marke gelaufen. Da verläuft die Abwärtstrendkanallinie, sind damit zum kleinen Docht drüber. Also hier hat der Leitindex in den USA einen Widerstand erfahren und seitdem dümpeln wir so ein bisschen vor uns hin. Es warten viele natürlich auf die Fed. Abschließend drei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren. Beendet sie, nämlich die Fed, morgen den schnellsten Zinsanhebungszyklus seit 1945. Ein Big Picture von Wolfgang Müller, immer wieder empfehlenswert. Dann zweite Empfehlung. Jeden Schweizer kostet dieser Credit Suisse Deal wohl 12.500 Franken, wenn man das umlegen würde. Und ich weiß, Räppli oder Rappen ist die kleinere Einheit des Frankens. Zweite Empfehlung, meine Damen und Herren. Und dritte Empfehlung, wie schaut es denn bei uns aus? Wir kriegen 0,09% durchschnittlich auf Tagesgeld. Die Banken aber kriegen 3% Einlagezins und ihr Geschäftsmodell besteht derzeit darin, uns diesen Zins nicht weiterzugeben. Das kann man sich in Amerika, wie wir gesehen haben, zuletzt eben nicht mehr leisten. Also drei Empfehlungen. Morgen das Marktgeflüster nach dem Videoausblick, wie immer, etwas früher, weil ja 19 Uhr die FED-Sitzung ist. Da will ich schon fertig sein, raufgeladen sein mit dem Video. Also auf jeden Fall vor 19 Uhr. Ich sage jetzt Servus und Ciao.